Immerhin 33. Uiuiui, 130.000. Baba as fuck. Baba as fuck. Was brauchen wir überhaupt? Bam. Ah, das schaffen wir eh locker. Ja, dann hätte ich gesagt gehabt, dann machen wir das Rennen. Dann schauen wir sich die beiden da an. Dann machen wir gleich den Nachtmodus an. Dann machen wir gleich mal die Story-Mission. Bin ich sowieso gespannt, wie es dann wieder mit der Polizei ausschaut, dies, das, jenes, ob wir da überhaupt dann gefangen werden oder ob da überhaupt die Polizei dann überhaupt da auftaucht. Ist auch wieder eine gute Frage. Bei der Story-Mission. Muss ich nicht sagen, dass jetzt plötzlich die Polizei auch noch dazu kommt. Erst recht, wenn es ja wieder, wenn wir noch bei Null sind, beim Fandungslevel. Aber so ein oder andere Level hat mir schon sehr gefallen. Sehr sogar, sehr sogar. Hoppala, uiuiui. Ah, davor sollte ich definitiv dann einmal zu irgendeiner Tankstelle gehen. Ja, unbedingt. Also ich glaube, das macht sicher sehr viel Sinn jetzt. Aber egal, fuck off. Wir schaffen das schon irgendwie. Also, schaut da wie neu aus. Also, wo war denn da überhaupt? Also, den habe ich selbst lackiert. Na, den habe ich selbst lackiert. Fällt mir. Fällt mir so, wie er ist. Das kriegst du nicht überall. Schon eine Limited Edition. Kaufen wir mal eine Mille. Also, wer will. Kann ich verkaufen. Kein Problem. Alter, Gott, ist das da. Da wahrscheinlich nur mit dem Big Battle noch so drauf bin. Nur so, irgendwie so halbherzig. Bei 12 ist aber auch geil. 12 ist schon geil, so 12 auf einem Fleck. Und keine Tankstelle in der Sicht. Dann mal irgendwie in der Nähe. Danke schön. Ah, ist wieder Runde, aber es sind zwei Runden. Muss ich auch dazu erwähnen. Vielleicht haben wir einen Klick. Vielleicht haben wir einen Klick und eine größere Tankstelle. Dankeschön, Jungs! Ja, schön brav mitnehmen, schön brav mitnehmen. Na, Tankstelle nicht einmal annähern. Aber wir sind noch nicht bei den 50%. Noch nicht. Wir sind da, wir haben aber auch dann halt keinen Schaden gekriegt. Also wir können auch ganz gechillt sein. Ja, also das ist eine geile Strecke. Die taugt mir. Schöne Rund. Also da sollten wir überhaupt keine Probleme haben. Überhaupt keine. Na, sicher nicht. Da nehme ich halt nur die Kurven ein bisschen zu groß, aber was soll's. Bin sowieso gespannt auf das Fast and the Furious Game, ob das geil wird. Grafisch PlayStation 2 Ära, aber es könnte schon interessant werden. So storymäßig könnte es interessant werden. Aber was mich jetzt so geschockt hat, das ist von den Entwicklern von Project Cars, glaube ich, war das. Ich glaube Project Cars. Das ist das, was mich so sehr wundert, weil die Autos in Project Cars wunderschön detailgetreu, alles drum und dran, und dann liefern sie so ein Game, wo ich mir auch denke, oder was ist da los? Muss jetzt nicht heißen, das ist wirklich jetzt dies alles, also das ist jetzt nur eine kurze Vermutung. Irgendwie bilde ich mir das jetzt gerade ein, dass es dies an. Könnt ihr kurz nachschauen, schauen wir mal.